war in der gleichen Klasse wie eine sehr große TikTokerin. Yay, ein Fahrradfahrer, der nicht den Fahrradweg nutzte, extra für ihn gebaut wurde. Vielleicht ist es der E4? Oh mein Gott, da vorne ist er. Ein S2000. Guten Morgen, YouTube. Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir ist brutal heiß gerade auf der Maschine. Also die Handschuhe sind eigentlich viel zu viel. Eigentlich müsste ich die Handschuhe ausziehen. Überlege ich mir noch. Das ohne Handschutz fand es halt so komisch, Mann. Und es ist gefährlich. Was habt ihr heute so getrieben, Leute? Wollt ihr wissen, was ich gemacht habe? Ich bin so hobbylos. Ich bin einfach gerade auf dem Ring gefahren, obwohl voll der Stau ist, weil ich Bock hatte zu filtern. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Das machen 8 Monate Lockdown mit einem. Man macht einfach Sachen, die nicht normal sind. Habe ich eigentlich schon mal gezeigt, wo ich zur Schule gegangen bin, also zur Berufsschule? Ich glaube nicht. Wenn doch, dann tut es mir leid. Wir fahren jetzt wieder vorbei und ich zeig's euch. Eigentlich sieht man das Gebäude auch schon von hier. Eigentlich müsste ich gar nicht nach links abbiegen, weil es echt nicht besonders ist. Aber ich tue es trotzdem. Da ist sie, die Schule. Ich glaube, die Berufsschule für den Einzelhandel oder sowas. Wahrscheinlich. Und irgendeine Boss und irgendeine Voss. Da war ich auf jeden Fall. Da habe ich übrigens auch meinen 1,1er Abschluss gemacht, ja. Wo ich sehr stolz drauf bin. Und was ich vor ein paar Monaten oder so erfahren habe, ich war in der gleichen Klasse wie eine sehr große TikTokerin, die 1 Million, ich glaube, Follower heißt auf TikTok, ich habe die App nicht. Auf jeden Fall hat sie 1 Million Leute, die sie schauen. Ich glaube, ich packe jetzt einfach, ich packe einfach ihren Namen aus, Theresa Ankirchner, so nennt sie sich ja auch, ne. Ich werde es auch safe in den Titel packen. Safe Clickbait abstauben. So muss es nämlich. Ich habe ihr Video gesehen, ihr YouTube-Video, wo eine Frage war, wie ihre schulische Laufbahn war. Und da hat sie kurz den Berufsschule angesprochen, dass sie da hingegangen ist. Das würde ich so jetzt einfach nicht unterschreiben. Ich würde behaupten, dass sie hingegangen ist. Ist vielleicht nicht 100% wahr. Sie war angemeldet auf der Schule, sagen wir es mal so. Wie oft sie jetzt da war, sei dahingestellt. Ich kann es gerade nicht aufzählen. Ich habe es aber auch nie wirklich beachtet, weil war halt einfach eine Person, die halt da war. Und wenn die halt nicht da war, mein Gott, dann war die halt nicht da. Es ist eine Berufsschule, die Leute kommen und gehen, wie sie da Bock haben eigentlich. So, da habe ich jetzt mein Clickbait hinbekommen. Ansonsten, ich habe keine Ahnung, was wir den Rest des Videos noch machen sollen. Ich fahre einfach. Vielleicht passiert auch gar nichts mehr und das Video wird ultra kurz. Auch sorry, wenn ab und zu mal der Sound nicht so optimal ist. Ich kann nicht durchgehend mit geschlossenem Visier gerade fahren. Es ist wirklich unangenehm warm. Also es ist so nicht geil. Sagen wir es, wie es ist. Es ist nicht geil gerade. Es ist zwar warm, aber nee. Oh nein, es ist wieder Stau. Oh nein. Kein Bock zu warten. Oh Leute, ihr wisst, wo wir gleich vorbeikommen. Macht schon mal die Lippen bereit. Tada! Bei Abdallah sind wir. Geküsst sein deine Augen, Abdallah. Mensch, der Free Now Polo hat aber gar keinen Bock auf mich gehabt. Yay, ein Fahrradfahrer, der nicht den Fahrradweg nutzte, extra für ihn gebaut wurde. Mensch, ist sowas toll. Digga, was für ein ist das bitte von Fahrradfahrer gewesen, Mann. Er hat sich gerade beschwert, dass er ihm ausweichen musste. Ja, mein Gott, wärst du da gefahren, wo du fahren solltest, dann hättest du nicht ausweichen müssen, weil er da Platz gemacht hat. Digga, solche Vollidioten, Mann. Digga, der hat sich Kopfhörer reingemacht und fährt das mal mit seinem Traktor durch die Stadt. Was ein King. Ja, Omi, ne? Wir haben Rot, da müssen wir stehen bleiben. Digga, aber heute sind richtig gute Leute unterwegs auf den Straßen, Mann. Hä? Der hat unten den Türgriff, aber oben nochmal so ein Dekal, als ob er da einen Türgriff hätte. Vielleicht ist es der E4? Ja, wird wahrscheinlich der E4 sein. Bei diesem wirklich unglaublich hässlichen Kühlergrill. Digga, dieser Berliner Huracan fährt so oft hier rum. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Mietauto ist. Oder irgendein Typ aus Berlin halt nichts Besseres zu tun hat aktuell. Ja. Alles klar, grüß mich halt nicht, Digga. Hund! Wollen wir mal schauen, ob jetzt vielleicht was auf der Ding ist. Auf der Maximilian. Wie glaubt ihr, wird sich das Ding von mir jetzt anhören, wenn er gleich Gas gibt? Jetzt geht's ab. Das ist ja gar nichts, Digga.
Der hat keine Zeit. So beendet man das Video wieder mit der Maximilianstraße, Leute. Oder vielleicht finden wir diesmal irgendwas Aufregendes da. Mensch, immer diese RS3-Fahrer. Oh mein Gott, da vorne ist er. Ein S2000. Einfach der Hübsche. Einfach der Hübsche, Digga. Ich meine, gebt euch dieses Auto. Einfach wunderschön. Ah, soll man ansonsten da ein F-Type? Ja. Ja. Ist das ein elektrischer Ferrari? Ich glaube nicht. Sieht voll strange aus, Mann. Beim Hotel für Jahreszeiten. Wo sonst? Also jetzt was Besonderes war da nicht. Muss ganz ehrlich sagen, da fand ich den S2000 jetzt am besten. Ich weiß, JDM-Fanboy kommt wieder übertrieben raus. Ja, also Leute, ich mache mir langsam fick nach Hause, weil mein Motor wird langsam warm. Und es fühlt sich auch nicht angenehm gerade an. Und außerdem ist es schon kurz vor 4. Und Wetter, irgendwie die Wolken oben am Himmel sehen auch nicht so viel versprechen aus, obwohl es heute nicht regnen soll. Es soll erst morgen anfangen und dann für immer gehen gefühlt. Naja, genießt so schön das Wetter. Gebt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, schreibt einen Kommentar. Zeigt den Kanal euren Eltern, euren Freunden, euren Kindern, wen auch immer. Ich küsse eure Augen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, yalla. Mir ist fast umgefallen, ich hab's gesehen.